Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit... Guten Tag, liebe Autokinobesucher. Herzlich willkommen bei den Stauferfestspielen. Ich begrüße heute bei unseren Stadtgeschichten Markus Zecher. Vielen ist Markus Zecher bekannt von der NWZ. Er ist nämlich seit 1995 bei der Neuen Württembergischen Zeitung als Kulturredakteur tätig. Er hat in Tübingen Germanistik und Musikwissenschaften studiert. Außerdem habe ich gehört, dass er als Buchautor tätig war. Markus Zecher, herzlich willkommen. Vielen Dank, ja. Ich habe gehört, Sie sind als Buchautor tätig. Was für Bücher haben Sie denn geschrieben? Also mit Betonung auf haben geschrieben, zurzeit komme ich schlicht nicht dazu. Also ich habe lokal geschichtliche Porträts geschrieben über Juden in Göppingen, über mutige Christen, die den Juden geholfen haben, über Dichter unterm Hohen Staufen. Und dann habe ich noch einen Steinzeit-Krimi für Jugendliche geschrieben, also so ganz weit weg von dem, was ich vorher geschrieben habe. Ja, das klingt sehr spannend. Aber was schreibt denn ein Kulturredakteur in Zeiten wie diesen, wo gar keine Kulturveranstaltungen stattfinden? Ja, das ist exakt das Problem. Und wir waren alle eigentlich in der Redaktion, speziell jetzt die Kulturredaktion, genauso ratlos wie fassungslos. Da ist eine Pandemiewelle auf Deutschland zugerollt und wir waren im Grunde immer noch in dem Modus Veranstaltungsberichte schreiben, Vorberichte schreiben, haben versucht, das Beste draus zu machen und reihenweise sind diese Vorberichte wieder eingesackt worden, die Veranstaltungen sind abgesackt worden und jetzt haben wir natürlich ganze Wochenenden gezimmert für die Montag- und Dienstagausgabe, konnten wir die Leute, die Mitarbeiter wieder zurückpfeifen. Dann haben wir uns überlegt, was wir machen und dann war zunächst natürlich das Mitleid mit den Künstlern stand im Vordergrund. Wie geht es denen jetzt? Was machen die? Was können die machen? Welche Alternativformen gibt es? Also zum Beispiel Livestreaming und so weiter und haben da vor allem Porträts gemacht. Also das heißt, Sie haben Künstler interviewt und gefragt, exakt, was machen die in diesen Zeiten und diese Interviews dann gedruckt? Interviews und auch Porträts von Leuten, wie die damit umgehen, auch beeindruckende Biografien, Leute, die wirklich alles schon gehabt haben, die auch schon in Armut angefangen haben, die sich dann emporkrabbelt haben und die sehr erfolgreich waren und dann jetzt plötzlich wieder vorm Nichts stehen. Das hat ja ganze Existenzgrundlagen bedroht und bedroht noch weiter. Sie haben gerade eben das Thema Livestreaming genannt. Ja. Gibt es denn oder haben Sie den Kulturteil genutzt, um eben auf Livestreaming-Angebote aufmerksam zu machen im Bereich Theater oder auch Konzerte, was es eben so gab? Ja, haben wir ganz bewusst gemacht und wir haben auch das Wenige, das da war, genutzt, um mal ein Konzert, das also nicht vor Publikum stattfindet, tatsächlich zu besprechen, was natürlich komisches Gefühl ist für denjenigen, der bespricht, weil er im Grunde das Publikum ist. Das ist dann der Einzige, der dann so dazugehört. Das Letzte, was wir auf den Weg gebracht haben, war, Leute anzuschreiben, bekannte Autoren, wie zum Beispiel Markus Orts, Manfred Bohm, Jürgen Seyfried, die schon Millionenauflagen zum Teil gehabt haben, und sie zu bitten, eine Kurzgeschichte exklusiv für die NWZ und die GZ, also Geislinger Zeitung, unseren Kooperationspartner zu liefern. Ganz kurz 4200 Zeichen mit 8 vorgegebenen Begriffen, ist so ein bisschen wie Improvisationstheater dann, wo man bestimmte Begriffe dann durchhecheln muss. Kurzer Einwand, wer hat die Begriffe ausgesucht? Die haben wir ausgesucht, ja.
natürlich völlig blauäugig einfach mal, ach, könnte man vielleicht Maskenball nehmen und Erntehelfer, jetzt kommt gerade die Zeit der Ernte und ist gerade in der Politik ein Gesprächsthema, warum nicht Erntehelfer, Klimaaktivistin, wäre vielleicht auch nicht schlecht, haben wir einfach mal ausgesucht, nicht wissend, was wir damit auslösen. Das war wirklich ein Riesenerfolg. Weil, also ehrlich gesagt, wir haben gedacht, wenn wir so bekannte Autoren dann wie Bov Bjelk und auch andere fragen, die werden wahrscheinlich was anderes zu tun haben als uns, relativ kleine Lokalzeitung, da eine Geschichte zu schreiben. Aber von 25, die wir angeschrieben haben, haben 14 zugesagt und 10 haben schon ihre Geschichte geliefert und es sind wunderschöne Geschichten dabei. Nachzulesen immer samstags, wenn diese Werbung erlaubt ist, samstags. Im Kulturteil der NWZ. Das klingt unglaublich spannend. Haben Sie denn schon Reaktionen bekommen von Ihren Lesern? Ja, also einige haben reagiert, nicht nur positiv, so soll es ja auch nicht sein. Viele haben gesagt, die erste Geschichte, oh, es war ja Satire und langweilig und der Sportler war gar nicht einverstanden damit. Aber wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen. Oh, wichtig war uns ja, eine Resonanz zu bekommen und die haben wir bekommen. Ja. Ja, schön. Jetzt würde ich ganz gern nochmal zurückkommen auf das Thema, was man denn sonst noch machen kann in diesen Zeiten, wo so wenig Berichterstattung möglich ist. Haben Sie denn sowas gemacht wie Rezensionen über Musikveröffentlichungen oder Rezensionen über Bücher? Und wenn ja, war das denn so einfach möglich? Weil ich stelle mir vor, wenn ein Mitarbeiter, der sonst auf ein Jazzkonzert geht und über ein Jazzkonzert schreibt, sich vielleicht schwer tut, über ein Buch eine Kritik zu schreiben. Und ja, das war auch natürlich das Problem. Und wir sind ja eine relativ kleine Zeitung, also eine große Lokalzeitung, aber eben kein überregionaler Teil, wo wir Spezialisten überall haben, in jedem Bereich. Und da sind dann eben einfach auch, ist die Zahl der, Literaturfreunde oder Leuten, die Literatur mögen und noch drüber schreiben können, das ist ja, geht nicht immer zusammen, ist relativ begrenzt. Und dann kommt dazu, dass gar nicht so viele Bücher natürlich da geschrieben werden. Also viele sind dann sogar erst später auf den Markt gekommen. Also sprich, wir haben dann die wenigen Bücher besprochen, die es gab, die wenigen Konzerte, die stattfanden als Livestream, haben wir auf jeden Fall immer gut angekündigt und zum Teil auch, wie schon gesagt, besprochen. Und viel mehr konnten wir zunächst nicht machen. Mussten Sie Ihre Mitarbeiter auch in Kurzarbeit schicken? Also wir als Redaktion, als Lokalredaktion der Neuen Württembergischen Zeitung, der NWZ, sind in Kurzarbeit gegangen, ja, aber wir haben noch Glück gehabt, wir haben nur 20% Kurzarbeit, also wir arbeiten an 4 von 5 Tagen, die Vollzeitkräfte, und dadurch kann man relativ viel ausgleichen, wenn man sieht, wie es anderen Verlagsangestellten ging, war das bei uns noch relativ gut. Und wir machen eine vollwertige Zeitung trotzdem und haben auch einen Tag weniger jetzt Kultur, aber ansonsten oft ganze Seiten und versuchen so auch über die Runden zu kommen, wie so viele andere auch. Dann habe ich abschließend noch eine Frage. Was wünschen Sie denn unserem Publikum und Ihren Lesern für den kommenden Sommer? Also zunächst mal viel, viel Geduld. Vielleicht sogar manchmal so ein bisschen Gleichmut und Gelassenheit, sich nicht verrückt machen zu lassen. Es kommen wieder bessere Zeiten. Uns geht es vergleichsweise gut hier in Deutschland und speziell hier im Südwesten. Und vielleicht so eine kleine Prise Humor. Manchmal so mit bis auch wenn es schwer fällt. Und wenn man von Neuinfektionen, von Toten spricht, fällt es schwer, den Humor nicht zu verlieren, aber manchmal ist es ganz gut, wenn man dann trotzdem einfach so ein bisschen Humor in den Tag legt. Das macht vieles einfacher. Vielleicht kommen ja dann noch Kurzgeschichten von den Autoren mit viel Humor. Das hoffen wir alle, ja. Dann bedanke ich mich für das Interview, Herr Zecher. Gerne. Und den Autokino-Besuchern wünsche ich nun viel Spaß mit dem folgenden Film.